Nun aber kommen wir zum Neuen Testament. Machen wir mal weg, Alte Testament, weil es heißt ja immer, liebe deine Feinde und so weiter. Ja? Jetzt haben wir hier die Stelle in der Bibel, und zwar im Neuen Testament, weil man sagt immer, Jesus ist für Liebe. Jesus war für Liebe. Seit Jesus gekommen ist, gibt es nur die Liebe. Ja, es gibt keinen Hass, gar nichts, nur die Liebe. Ja? Jetzt haben wir hier, Jesus sagt in Lukas Kapitel 14, Vers 26, also die zweite Woche geht jetzt an Lukas Kapitel 14, Vers 26, wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Das soll Jesus gesagt haben. Also hier haben wir die Stelle, vielleicht kann man das auch so lesen, ich knicke das mal ein bisschen so. So. So, könnt ihr das lesen? Also, wer nicht den Vater, Mutter, Sohn und Tochter, Brüder, Schwester hasst, kann nicht mein Jünger sein. Das soll in Lukas 14, Vers 26 steht geschrieben. Ja? Im Neuen Testament. Nicht das Alte, sondern das Neue Testament. Nun, wenn wir das so lesen, wer zu mir kommt und nicht hasst. Also hier nicht und hassen, sehr wichtig. Ja? Also hier muss man mal gucken. Nicht hasst. Also man soll die hassen. Wenn wir das jetzt so lesen, dann denken wir so, boah, ey, es ist, steht nicht mal im Koran, nirgendwo steht sowas geschrieben, im Koran steht geschrieben, man soll Vater, Mutter lieben, man soll die ehren. Man muss die sogar ehren, wenn die nicht gläubig sind. Aber hier steht geschrieben, man soll Vater und Mutter hassen. Ja. Jetzt werden die Christen kommen und sagen, ey Junge, du verstehst diese Sachen, nimmst du aus dem Kontext, du verstehst es nicht, du musst es richtig lesen, du musst es richtig interpretieren. Dann sagen wir, ja, stimmt. Stimmt, weil wenn man das Wort wörtlich, kann man es wirklich nicht aus der Bibel nehmen. Weil wir machen nicht den gleichen Fehler, was die Christen machen. Die Christen lesen irgendwelche Stellen aus dem Koran, machen den Fehler. Wir machen nicht dieselben Fehler. Das ist wortwörtlich nicht zu verstehen. Aber würde jetzt Jesus hier sagen, ich bin Gott, würdet ihr sofort wortwörtlich verstehen. Ja? Wo er sagt, mein Herr und mein Gott, ja, dann nehmt ihr das wortwörtlich an, obwohl es auch vielleicht nicht wortwörtlich zu verstehen ist. Ja? Obwohl es auch normalerweise richtig gelesen werden muss. Hier sagen wir einfach mal, wir Muslime, wir sind ehrlich. Ja? Wir sind ehrlich, also wir gehen nach der Wahrheit. Und wenn man das Wort für Wort so lesen sollte, hat es keine Richtigkeit. Man kann das nicht so verstehen. Aber wie kann man diese Stellen jetzt retten? Also ich gehe davon aus, dass es so zu verstehen ist, derjenige, der Jesus nicht mag, der mit Jesus nicht ist, der gegen Jesus ist, dass man denjenigen hassen soll. Dass es so zu verstehen ist. Ja? Ich gehe davon aus, also kann man nur die Stelle retten. Ja? Derjenige, der Jesus, also nicht mit Jesus ist, der nicht glaubt, ja, sagen wir mal so, Vater, Mutter, Schwester, Kinder, Brüder und so weiter, den soll man dann hassen. Thank you.
das ist so zu verstehen. Manche Christen sagen, das ist so zu verstehen, dass man, also hier soll, daraus soll man verstehen, dass derjenige gehasst wird, wenn man Jesus liebt. Also derjenige, der Jesus liebt, der wird gehasst, ist hier gemeint. Aber das ist vollkommen wieder Quatsch, weil hier steht geschrieben, wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Hier steht nicht geschrieben, wer mich liebt, der wird gehasst werden. Das steht hier nicht geschrieben. Also so kann man auf gar keinen Fall verstehen. Aber wir gehen mal aus, das ist so zu verstehen, dass derjenige, der Jesus nicht mag, der Jesus, also der Jesus nicht annimmt, der an Jesus nicht glaubt, Friede erstmal auf Jesus, Jesus a.s. Friede sei auf Jesus oder auf Isa a.s. Der Jesus nicht mag, der soll gehasst werden. Und wenn wir das so nehmen und nicht das nehmen, was hier geschrieben steht, weil hier ist brutal, war hier muss man alle hassen und das glaube ich nicht, dass es so gemeint ist. Das zeigt wiederum nur, dass man Bibel nicht wortwörtlich verstehen kann, dass man es nicht wortwörtlich verstehen kann, dass man es nicht lesen kann, dass man die Bibel aus der Bibel auch falsche Lehre ziehen kann, weil wenn man das so nimmt, wie es hier geschrieben steht, dann muss man alle hassen. Man muss es alle hassen. Aber ich sage, wie gesagt, wir sind ehrlich. Wir folgen die Wahrheit, wir machen nicht denselben Fehler wie die Christen. Wir sagen, okay, derjenige, der gehasst wird, also derjenige, der Jesus nicht mag, der Jesus nicht glaubt, der soll gehasst werden. Aber wo ist die nächste Liebe? Wo ist, dass man seinen Feind lieben soll? Ihr behauptet doch immer, man soll seinen Feind lieben. Wenn du auf den einen Schlag auf die rechte Backe bekommst, sollst du die linke hinhalten. Das sagt ihr doch immer. Aber anscheinend ist es nicht so. Denn hier steht geschrieben, dass derjenige gehasst werden soll, der nicht mit Jesus ist. Ja, und das Wort für Wort. Und so kann man es nur auffassen, nicht anders. Man kann es nicht anders verstehen. Und wenn ihr dann sagt, nein, damit ist gemeint, wer Jesus, dass man gehasst wird, wenn man an Jesus glaubt, dann seid ihr, ganz ehrlich gesagt, diejenigen, die das behaupten, die müssen dann zum Arzt gehen. Weil man kann das nicht so verstehen. Man kann entweder so verstehen, wie ich das gesagt habe, wie wir daran glauben, zumindest wie, also wie man überhaupt diese Verse retten kann, sagen wir mal so, wir glauben daran nicht, aber wir retten die Verse, dass man daraus nur so verstehen kann, wie wir das gerade erwähnt haben. Oder Wort für Wort, so wie es hier geschrieben steht. Also wenn ihr wollt, könnt ihr das so lesen, wie ihr wollt, oder so, wie wir das erwähnt haben. Aber nicht anders. Ne? Man kann das nicht anders verstehen. Also wie gesagt, die nächste Liebe, die existiert nicht. Die Liebe, dass man alle Menschen lieben soll, seine Feinde lieben soll, die existiert in der Bibel gar nicht. Die existiert in einzelnen Stellen in der Bibel, aber im Allgemeinen haben wir schon gesagt, es ist unmöglich, dass man seinen Feind lieben kann. Das haben wir schon in einigen Videos gesagt. Und hier, ja, ist es klar und deutlich, derjenige, der nicht mit Jesus ist, ja, dass derjenige gehasst wird, beziehungsweise, dass man denjenigen nicht folgen soll. Ja, dass man denjenigen nicht folgen soll. Und das kann man so verstehen. Thank you.
Sag nur eins, das habe ich ja schon vorhin gesagt, ich sage es nochmal, das ist das Allerwichtigste, was hier an dieser Stelle, was wir mitbekommen ist, ja, was, wo wir eine Lehre ziehen, ist, dass man die Bibel nicht lesen kann. Man kann die Bibel nicht verstehen. Ja. Weil, wie gesagt, wenn wir diese Stelle so wortwörtlich nicht nehmen, weil normalerweise, wenn wir das wortwörtlich nehmen, wer zu mir kommt und nicht Vater und Mutter, Frau und Kinder, Brüder und Schwestern und dazu auch sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Dann, ja, das ist vorbei. Zwietracht ohne Ende. Spaltung ohne Ende. Spaltung in der Familie, ja. Und das, wie gesagt, steht in der Bibel geschrieben. Aber die Christen werden immer wieder kommen und sagen, nein, das ist nicht zu verstehen. Aber wenn die dann irgendwelche Stellen finden, Jesus ist der Hirte, das ist Gott gemeint. Hirte ist Gott. Hirte ist Gott. Sofort fangen die an zu interpretieren. Die versuchen nach ihren Gelüsten zu folgen und die versuchen dann einfach die Verse zu retten und möchten gerne dann so die Verse sehen, wie die gerne halt auch glauben. Und das nochmal nebenbei, also hier keineswegs Liebe, keineswegs, weil hier ist Hass mit drin, egal wie man diese Stellen aus der Bibel nennen will, wie man daran liest. Hier ist auf jeden Fall Hass drin, Hass und nicht Liebe. Keineswegs Liebe, hier ist, egal wie man daran glaubt, egal wie man es interpretiert, man soll auf jeden Fall jemanden hassen.